Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Direkt schon mal den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich nur das Menü hier unten einklappen. Wir sind hier in der neuen alten City und haben beim letzten Mal uns hier umgeschaut, mit einigen Leuten geredet, einige Quests angenommen, einige Sachen zum Bequatschen noch angeschaut und jetzt müssen wir immer noch zwei Quests irgendwo annehmen, ja, und dann müssen wir dem mal allen nachgehen. Und wir wollten auch mal die Rückflugmöglichkeit noch mal nutzen, um zu gucken, wo wir dann wirklich auskommen, wenn wir einfach das manuelle Fliegen hier nutzen. So, und ich vermute mal, genau, hier sind noch zwei Fragezeichen. Ich vermute mal, dass die hier unten sind, im Besprechungsraum. Genau, Adjutant Travis will mit uns reden. Ah, gut, dass ich euch sehe. Bekommen wir nochmal eine Belohnung? Ja, ihr habt schließlich einer guten Menge Flammenuhren den Gar ausgemacht, oder? Die Kämpfe werden jetzt nur noch heftiger werden. Ich hoffe, ihr helft uns dabei. Okay, wir haben Kristallohrringe bekommen. Es gab hier nur was zum Abholen. Er will uns noch mehr geben. Bei Technikeinsatz steigt die Kettenleiste. So, da sind ja unsere Terroristen. Ich weiß nicht, was ich von dieser Bezeichnung halte. Aus Sicht der Verlorenen ist das höchste Lob, wenn jemand dem Möbius Angst und Schrecken einjagt. Und ihr habt euch diesen Titel ja auch fleißig erarbeitet. Hier eure Belohnung. Autoausgleicher. Noch irgendein Item, was wir bekommen haben. Zählt es auch in diese Kategorie? Verhindert Taumeln bei gegnerischem Block. Auch nicht unser Item. Auch bei den Möbius gibt es unterschiedliche Meinungen. Erinnert mich an unseren Senat. Wir hören ständig dieses Wort Senat, aber ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Es ist ein Rat mit Mitgliedern der 6 großen Häuser. Sie blockieren viel, aber sie verfügen auch über großes Wissen. Wenn sie nicht beschäftigt sind, sich wegen ideologischer Differenzen zu zoffen, geben sie der City die Marschrichtung vor. Die oberste Verantwortung trägt die Anführerin, also Monika. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Last das ist. Ja. Okay, das war schon mal eins von zwei Fragezeichen. Andere ist noch mehr in die Richtung. Die Frage ist nur, wo ist das? Konnte man die Tür, da geht die vielleicht noch irgendwann auf die Tür da im Hintergrund oder so? Kann es hier oben sein? Ja, auch nicht so richtig, oder? Dann müsste es jetzt über uns sein, aber jetzt über uns ist ja nur Luft und Liebe. Gigi will noch was sagen. Ein großes Hoppala, dass City plötzlich rumhuscht. 5 Teller in Heim von Gigi, deshalb futsch gegangen. Gigi hat Haus Ortiz um Erstattung gebeten, aber nur angebrüllt worden, dass in Haus Ortiz 100 Teller futsch gegangen sind. Jemand hat es immer schlimmer, stimmt? Also hat Gigi geholfen, in Haus Ortiz aufzuräumen. Kann man hier runter? Ja, also nein, nicht so richtig. Leute, ich gucke nochmal irgendwie, ob man an dieses Fragezeichen kommt, aber ich glaube fast eher nicht. Wahrscheinlich geht die Tür hier irgendwann mal auf, oder? Okay, Leute, ich glaube, ich weiß jetzt, wo dieses Fragezeichen ist. Auch wenn es mir von der Positionierung von der Map her immer noch ein bisschen komisch vorkommt, weil es eigentlich, wenn man hier nach oben guckt, eigentlich in der Luft über uns schwebt, aber ich glaube, es ist trotzdem einfach auf diesem Vorsprung da oben. Aber man sieht, ich stehe jetzt genau drunter und ich stehe nicht unter diesem Vorsprung. Also entweder ist da oben noch ein Fragezeichen, da habe ich nämlich gerade eins gefunden. Oder die Position hier auf der Map ist einfach ein bisschen komisch dargestellt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal ein, zwei Leitern hier rauf kraxeln, die ganz schön lang sind. Das ist Leiter Nummer 1. Und ich glaube, die zweite ist noch länger. Ja, die hier dauert ungefähr 2 Jahre, um sie raufzuklettern. Aber hier sieht man auf jeden Fall auch schon das Fragezeichen, was jetzt auch mal auf unserem Interface hier eingeblendet ist. Und es ist auf jeden Fall grob die Richtung. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist das, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Wenn diese Leiter hier irgendwann mal endet. Obwohl doch, hier passt es dann wiederum ganz gut, ne? Als wenn sich das so ein bisschen bewegt. Ah ne, es ist noch ein anderer Vorsprung. Ich glaube, man sieht es hier so ein bisschen, den Vorsprung, den ich von unten gesehen habe. Ist der da links.
Und ich glaube, das hier ist einfach noch ein anderer Vorsprung, der noch weiter überhängt. Ich habe das schon für die Decke hier gehalten oder so. So, was gibt's hier noch zu tun? Romero, jetzt! Ah! What the fuck? Hey, nein, tu's nicht! Der Typ hat Platschwatsch gemacht. Entschuldigt, Leute, die ihr dort oben spaziert. Könnt ihr mir ein wenig helfen? Okay, er hat sich anscheinend nicht runtergestürzt. Leider schon wieder. Jetzt verstehe ich, wie es zu diesem Missverständnis kam. Ihr müsst gedacht haben, ich will mir das Leben nehmen. Ich habe nur einige Übungsstürze durchgeführt. Dort unten ist der Kommandoraum. Es gab also nie ein wirkliches Risiko. Warum? Weil er sich auf den Kommandoraum gestürzt hat? Ist das kein Risiko oder wie? Freund kann landen, worauf Freund landen will. Aber von so hoch ist Tod direkt logische Konsequenz. Genau. Was soll der Quatsch überhaupt? Ich kämpfe um die Erlaubnis, um die Hand meiner Liebsten anhalten zu dürfen. Was für eine Hand? Und warum willst du anhalten? Der Ausdruck bedeutet, dass ich sie heiraten will. Auch den Begriff weiß ich nicht, ob wir den mittlerweile kennen. Ich musste versprechen, einen Juwelenkiesel heimzubringen, damit unsere Vereinigung anerkannt wird. Ich verstehe. Für diese Heirat ist also der Kieselstein nötig. Unser Problem ist besonderer Natur. Ihr müsst wissen, unsere Familien haben sehr unterschiedliche Stellungen. Oh Moment, ihr seid Fremde hier, nicht wahr? Meine Liebste ist aus einem der 6 großen Häuser und dessen altmodisches Oberhaupt will unsere Ehe nicht segnen. Ich habe 148 Tage lang gebettelt und endlich die Zusage erhalten, aber mit besagter Bedingung verknüpft. Du musst also diesen Juwelenkiesel finden, um deinen Weg zu, um deinen Wert zu beweisen. Aber warum stürzt du dich dafür aus solchen Höhen? Juwelenkiesel sind nur an einer Stelle zu finden. Die Lavi-Sandbank im weiten Erythia-Meer ist der Ort, an dem sie schlummern. Jene Sandbank jedoch ist äußerst schwer zu erreichen. Sie liegt fernab der City und um ihr Ufer zu betreten, bedarf es eines Bootes. Da ich bedauerlicherweise über kein Boot verfüge, ist Schwimmen folglich die einzige Möglichkeit. Derart wird die Reise 10 Sonnenaufgänge brauchen. Das ist auch noch immer verhältnismäßig wenig, ne? Oder immer noch im Vergleich zu den 148 Tagen, die er vorher gebettelt hat. Ich folge nun einem strengen Plan zur Abhärtung. Und was dient der Abhärtung besser, als von hohen Orten zu springen? Ein Noppon von der Karawane hat mir von dieser überaus geistreichen Methode Kundschaft getan. Er sagte, dass dies eine anerkannte Methode ist, um als Bräutigam ernst genommen zu werden. Okay. Von daher müsst ihr, meine Freunde, euch keine Sorgen um meine Wenigkeit machen. Meine Vorbereitung hat nun wirklich begonnen. Meine Giulietta erwartet meinen Erfolg. Dann ist ja gut. Wow, jetzt haben wir echt nochmal eine Latte voll Quest bekommen in der City. Deine Giulietta kann lange warten, wenn du dir das Genick brichst, weil du dich von irgendwelchen Gebäuden stürzt. Romero? Ich glaube, er macht schon wieder. Du brauchst nur diesen Kiesel, richtig? Richtig. Wir haben unser eigenes Schiff. Wir könnten dich zur Lavi-Sandbank bringen. Ihr würdet das für mich tun? In einem Schiff ist die Reise weit kürzer als 10 Tage. Ich wäre so dankbar, wenn ihr mir helfen würdet. Und wo würden wir diese Lavi-Sandbank finden? Ich schicke euch auf die Iris, wo sich unser Zielort befindet. Es wird nicht mehr lange brauchen, bis ich mein Ziel erreicht habe. Süße Giulietta, warte bloß noch ein wenig länger. Romero und Giulietta. Good to add more names. Gut. Damit hätten wir auch endlich diese beiden Quests angenommen. Jetzt müssen wir mal eine ganze Menge Zeugs bequatschen und dann könnten wir uns mal damit beschäftigen, die ein oder andere Quest hier abzuarbeiten. Ich glaube, das wird mit Sicherheit noch ein paar Parts dauern, bis wir das mal alles erledigt haben. Better make sure we're well rested. So, gibt's was zu steigern? Ja, 66. So, Themen besprechen. Ja, so die einen oder anderes, das ein oder andere Thema haben wir hier. Erythia Meer, weißer Nebel. I think we need to discuss this. Es sieht aus, als wären bei den Verlorenen auf dem Erythia Meer schon mehrere spurlos verschwunden. Angeblich wurden sie vom Nebel verschlungen, danach nie wieder gesichtet, richtig? Genauso munkelt man. Beim Stichwort Nebel fällt mir dieser große, dicke Wolke um den Anu-Archipel ein. Oh stimmt, da war was. Ob das wohl etwas mit dem Nebel zu tun hat, den wir gesehen haben. Allerdings hat sich jener Nebel recht schnell gelüftet und nichts angerichtet, weshalb ich zuvor nichts weiter sagen wollte. Aber ich hatte schon irgendwie ein Gefühl, als ob da etwas in den Nebelschwaden lauern würde. Könnte schon sein, dass es sich um denselben Nebel handelt. Kisame ist in Sachen Erythia mehr noch die richtige Ansprechperson, oder? Sollten wir uns mal auf Winisok umhören? Ja, das ist kein schlechter Einfall. Fragen wir Kisame.
rätselhafter weißer Nebel angenommen. Ja, und hier sind auch nochmal mindestens drei Quests dabei. Unmut in der City. I think we need to discuss this. Kein Wunder, dass die Leute in der City Angst haben und gestresst sind nach allem, was vorgefallen ist. Aber da scheint sich schon eine ganz beträchtliche Unzufriedenheit ausgebreitet zu haben. Für uns waren solche Angriffe normal damals in den Kolonien, das war selbstverständlich. Aber für sie haben Kämpfe immer nur außerhalb der City stattgefunden. Man kann verstehen, wie unglücklich es sie machen muss, wenn bisherige Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten. Möglich. Und dann kommen auch noch diese konservativen Typen dazu, die ja eh schon Angst vor genau so etwas hatten. Für die hat sich jetzt alles bewahrheitet, was sie immer beschworen hatten. Du hast recht, es fühlt sich an, als ob alles auf der Kippe steht. Ich hoffe, es geht allen in der City gut. Sollten wir vielleicht mit Monica und Travis über all das reden? Ja, machen wir das. Ich hoffe, wir können irgendwie helfen. Wahlfreiheit. Romane. Was ist eigentlich ein Roman? Alle sind wild auf die in der City. Eine Art Buch oder so? Ich bin mir auch nicht sicher. Ein Buch? Seit wann sind Bücher bitte spannend? Genau, seit wann sind Bücher spannend, wenn wir Videospiele haben? Ich habe den Eindruck, sie sind ganz anders als die Lehrbücher, die wir lesen mussten. Oh, inwiefern? Ich bin mir auch nicht sicher. Interessiert dich das, Mio? Ja, ein wenig schon. Sollen wir mal einen dieser Romane lesen? Ja, lass uns einen in der City kaufen. Okay, mal gucken, was es sonst noch für Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. So, Gray City Verbindung. Gray, du kommst also aus der City, nicht wahr? Ja, du brauchst nicht so unnahbar zu tun. Du darfst gerne auch mal mehr erzählen, weißt du? Was bringt's von sowas zu reden? Aber du hast also eine Ehefrau, oder? Sollten wir die nicht mal besuchen? Das ist nicht nötig. So geht das aber nicht. Sie wird dich sicher mal wieder sehen wollen. Du kannst... Er scheint nicht so scharf darauf zu sein, seine Ehefrau wiederzusehen. Du kannst sie besuchen, während du bei den Verlorenen Bericht erstattest. Stimmt, du hattest uns auch gar nichts davon erzählt, dass du zu den Verlorenen gehörst. Auch das ist nun mal nicht der Rede wert. Nicht zu fassen. So, wir gehen jetzt einfach los und besuchen deine Frau. Ich interpretiere das als ja. Gut, dann auf geht's. Ja, Gray scheint eher der schweigsame Typ zu sein, ne? Das harmonische Ehepaar, ja. Ich bin mal gespannt, wie harmonisch die wirklich sind. Feindschaft der sechs Häuser. Leute, ehe ich völlig den Überblick verliere, wie war das mit den Häusern? Haus Ortiz kooperiert mit Monikas Haus Vendem. Genau, und Haus Doyle steht politisch auf der gegenüberliegenden Seite und zählt damit zu den Konservativen. Und zwischen diesen zwei Fronten befindet sich das eher neutrale Haus Rhodes, oder? Meine Fresse, ist dieser ganze City-Politik-Kram kompliziert. Das ist er in der Tat. Aber warum sollte es hier im Spiel anders sein als in der realen Welt, ne? Warum streiten sich die ganzen Häuser überhaupt? Die gehören doch alle zur selben City. Je größer eine Gemeinschaft, desto wahrscheinlicher auch die Aufspaltung in verschiedene ideologische Lager. Sie mögen sogar dasselbe Ziel verfolgen, streiten sich jedoch über den Lösungsansatz. So etwas habe ich selbst schon erlebt. Ja, da gibt es sicher auch so einige Hintergründe, von denen wir Außenseiter keinen blassen Schimmer haben. Gut möglich, wir sollten lieber vorsichtig sein, wann immer wir mit den Häusern zu tun haben. Das erscheint mir ratsam. Eine falsche Handlung und wir werden womöglich selbst in ihren Konflikt mit hineingezogen. Ich hoffe trotzdem, dass sie eines Tages alle am selben Strang ziehen werden. Ist das naiv? Immerhin ein bisschen Bonus-EP erhalten. Nein! Weiß ich nicht, ob das naiv ist. Es wäre auf jeden Fall erstrebenswert. Aber so ist das halt. Viele Menschen, viele verschiedene Meinungen. So, hier können wir schon wieder was abgeben. Wir kriegen einen Schwarzgurt. Was kann der Schwarzgurt? Erhöht der Dauer von Umwerfen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einer Mission nach. Ich glaube, die haben wir eh schon aktiv. Für die wir nämlich weiterhin hier Triton als Held brauchen, den ich eigentlich jetzt erstmal nicht so verfolgen wollte. Der nimmt irgendwie die Fähigkeiten von Names oder sowas auf, ne? Da habe ich im Moment ziemlich wenig Lust, mich zu beschäftigen, aber die Quest wollen wir natürlich auf jeden Fall erledigen. Shiner von einem der sechs großen Häuser bittet dich darum, Plains Einheit auf dem Arxaphor-Halbinsel im Erythia Meer zu suchen. Genau, die machen wir jetzt mal. Und wir fliegen jetzt noch einmal mit dem Schiff hier aus der City raus und gucken mal, wo wir auskommen werden. Ja, dann kümmern wir uns mal um die ganzen Nebenquests, bevor wir uns weiter auf die Suche nach der wahren Königin begeben. Dafür sollen wir in irgendeine Wolkenstadt oder sowas rein, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Aber das wird noch ein bisschen dauern.
Astellhafen, den Reisepunkt haben wir jetzt erst entdeckt. Sind wir hier nicht schon rausgekommen? Aufbrechen. Genau, dann zeig mal, wo du uns hinbringst, bitte. Das ist schon cool gemacht irgendwie. Wie wir hier rein und raus fliegen. Die Musik könnte ein bisschen mitreißender sein. Das Schwert im Hintergrund. So, ich glaube, wir kommen tatsächlich wieder da aus, wo wir losgeflogen sind. Kann das sein? Es dauert einen Moment, hier zu landen. Aber ich glaube, zukünftig brauchen wir das eh nicht mehr. Ja, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich wieder da, wo wir losgeflogen sind. Ja, zumindest sind wir hier schon mal gelandet. So, wo müssen wir hin? Da oben. Reisen wir auf jeden Fall hier hin, dann ist der Weg deutlich kürzer. So, hier sind ein paar Noppon-Händler. Wo ist jetzt unser Schiff? Da ist es. Führt uns die Zielmarkierung zum Schiff? Here we go. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Wow. Ein Nachschubabwurf. Auf welcher Insel sind wir hier gerade? Ist nicht die, wo in der Mitte die ganzen super hochleveligen Viecher drin waren, oder? Elite etc. Da ist er. Boah, irgendwas greift uns hier an. Ja gut, ich komme nicht so richtig gut dran. Ah doch, von hier geht's. Ja, aber wenn es so weitergeht, dann wir gleich irgendwo unten. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Aggro. Kann mir die jemand abnehmen? Kommt mal zu mir, bitte. Und zwar alle. Damit der Vogel auch mal hinkommt. So, jetzt können wir weitermachen. Au, 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 au. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Ey, sag mal, geht der Vogel jetzt zurück? Ach so, ich habe immer... Ach, versammeln muss man auch wieder ausstellen, wenn man weiterkämpfen will. Verstehe. Naja, er ist schon wieder weg. Ich komme schon wieder nicht dran. So, das war doch mal ein bisschen Schaden. Verfehlt. Ich habe schon wieder die Aggro. Sterbe gleich. Ich bin gestorben. Was für ein Kackkampf hier oben an der Kante. Aber immerhin werden wir wiederbelebt. Das ist aber kein Named oder so, ne? Er ist einfach nur 66. Habe ich den Eindruck. So, ich würde aber gerne synchronisieren, aber das kann ich gerade irgendwie nicht. Synchro-Block drauf oder so. Ah, jetzt könnten wir. So, jetzt sollte es ja wohl langsam mal hier zu Ende gehen mit diesem Fight. So, müssen wir die noch wegmachen? Stufe 66. Werden sie mit Sicherheit aggroen, oder? Aber ich bin guter Dinge, wenn wir hier auf der normalen Landfläche kämpfen, dass das irgendwie besser gehen wird. Jetzt kommen sie gerade alle hier an. Oh Gott. Ich halte mich mal ein bisschen zurück mit Aggro, um den Tanks mal ein bisschen die Chance zu geben, hier was zu reißen. So, wenn wir jetzt die ersten Fusionsangriffe haben. Hallo? Warum greife ich nicht an?
stelle mich mal in die Regeneration rein, freiwillig hier. So, jetzt werden wir ja wohl mal einen hier wegkriegen. So, jetzt haben wir Nummer 1. Ja, ich denke mal, der Rest wird jetzt eigentlich der Riesenstress sein. Wobei unsere Kollegen ganz schön low sind teilweise. Und alles nur wegen dieser scheiß Lootkiste. So, haben wir, glaube ich, noch einen erledigt. Aber auch das sind Kämpfe, die dann wenigstens mal wieder EP geben, ne? Ich glaube, langsam sind wir in einer Phase des Spiels. Wo das Level wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauert. Wenn man krass viel zu viel Erfahrung aufsammelt, dass man nicht so weit überlevelt. Wahrscheinlich die Erfahrung pro Level mittlerweile auch deutlich größer wird. Wobei ich gar nicht weiß, wenn wir jetzt nochmal eine normale Quest angehen. Oder auch die Story-Quest, auf welchem Level die Gegner da eigentlich gerade sind, müsste man dann mal schauen. Aber ich auf jeden Fall mal in der Zeit schon öfters mal Gegner getroffen. Die, glaube ich, mal ein bisschen eher auf unserem Level waren. Achso, es hat sich ja gar nicht mehr gelohnt hier mit dem Lucky 7. Gut! Dann können wir uns ja jetzt diesem Frachtabwurf hier widmen. Are we lucky or what? Jo, Nachschubabwurf. I'll need a hand here. Ich erhoffe mir Goldmünzen und sonst was alles. Eher ein Haufen hochwertiger Edelsteine und ein paar Items, ein paar gelbe. Aber ich glaube, da war jetzt auch nichts bei, was uns so großartig interessiert, oder? Ausweichrate bei Angriffen, steigert Schaden von Fusionstechniken. Ist eigentlich auch ganz nett, ne? Aber erzielt 26% mehr Schaden bei Gegnern, die den Charakter anvisieren. Das könnte ich vielleicht mal bei Tanks gucken. Was tragen meine Tanks denn aktuell so? Maximale KP, Blockrate und mehr Wut. Ah, okay, nix. Was Schaden macht dabei? Dann habe ich auch nichts, was ich da mal irgendwie auf Übersetzung überprüfen könnte. nein, ich wollte es nicht wegmachen. Unser Schiff ist auf jeden Fall viel weiter rechts von uns. Ja, würde ich sagen, laufen wir mal hier den Strand entlang. Da müssten wir eigentlich jetzt gleich automatisch bei uns am Schiff auskommen. Aber der Leuchtpfad hier, unser Pfad, scheint nicht zwingend erstmal zum Schiff zu führen, wenn man das Wasser überqueren will. Ein Waldkrocktool hat uns angegriffen. Das wird ihm noch leid tun, da bin ich mir sicher. Jo, damit ist der Cocktail auch erstmal Geschichte. Sehen wir eigentlich unser Schiff? Können wir das schon irgendwo sehen? Oder wie lange müssen wir hier noch latschen? Das ist schon auch ein ordentliches Stück. Man könnte auch eher mal den hier drücken, ne? Ich wusste es, dass er uns auch angreifen will. What? Warum bin ich tot? Ich hab Buddy Agro doch schon wieder los, oder? Naja. Und dann werden einem auch die Skills da unten zurückgesetzt. Na prima. Ich wollte mir den unteren, der lange auflädt, extra aufbewahren. Beziehungsweise nicht benutzen. Weil wenn nicht auf Cooldown ist. Aber er war jetzt trotzdem auf Cooldown und bin tot. So, unser Schiff wäre auch ganz cool, ne, wenn das auch nochmal oben auf der Minikarte mal irgendwie grob als Richtung angezeigt werden würde, wo es ist. Aber ich glaube, da ist es auch schon.
Ja, es ging jetzt doch schneller als gedacht. Ruine von Säule 2. So, ab ins Schiff. Und dann fahren wir jetzt mal die 3000 Meter darüber. Kein Thema. Das geht ja mit dem Schiff Gott sei Dank einigermaßen flotti karotti. So, besuche die genannten Ziele. Ackervorhalbinsel. Hier sind wir anscheinend auch noch nicht gewesen. Sieht aber mal wieder schön aus hier mit den leuchtenden Glöckchen. Na gut, Stufe 55 ist jetzt glaube ich nicht die Riesenherausforderung. Lassen wir die Kollegen mal stehen. Warum redet er auch schon wieder von runterspringen? Das erinnert mich irgendwie an den Typen, mit dem wir da zuletzt in der Stadt gesprochen haben. Waren wir hier nicht auch schon mal und haben zwei so Gorillas erledigt? Das könnte sogar sein, ne? Wir sind hier nämlich schon mal gewesen, nur jetzt von der anderen Seite angefallen. Deswegen sah es so aus, als wenn wir hier noch nicht gewesen sind. Wow, 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 wow. Wir kriegen hier ordentlich Schaden auf der Lidalsuppe. Ah, wir sind aber nicht gestorben. Wir sind in die Cutscene gerannt. Ich dachte, wir sind gerade abgenippelt. Was ist das für ein Lärm? Ein Kampf. Das scheint hier in der Nähe zu sein. Beeilen wir uns. Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Ich dachte gerade echt, ich wäre abgenippelt. Guck mal, ein Glitzerviech. Hauen wir das auch noch eben um. Aber ich glaube, jetzt stehe ich gleich schon wieder in der Sicke. Na... In der Sicke stehen ist nicht so cool. Warum ich auch mal hier gestorben bin. Ich stand sicher auf dem Baum drauf. Okay, den hätten wir einfach stehen lassen sollen. Mal gucken, wenn die aus der Synchro rauskommen, ob mich noch irgendjemand aufhebt. Aber gut. Mio und ich sind tot. Ah, Taeyeon stirbt auch. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Den müsste man dann mal auf eine Stelle ziehen, wo man nicht in der Sicke hier drin steht, glaube ich, ne? Warte mal, wir sind aufgehoben worden. Dann gucken wir mal, ob wir es von hier oben zu Ende gebracht kriegen. Nehme ich, ey, jetzt mal ohne Witz, nehme ich hier auf diesem Baumstamm auch Schaden, wenn ich darauf kämpfe? Oh, toll. Jetzt können wir wieder hinlaufen. Ich glaube, ich lasse dieses Glitzerviech einfach Glitzerviech sein. Das macht ja irgendwie mal null Sinn, dafür da zu sterben. Hier ist noch ein Glitzerviech. Ein Sensenkrabberich. So, hätten wir das Glitzerviech auch. Jetzt müssen wir nochmal irgendwie aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Vielleicht mal ein bisschen weiter hier am Rand rumrennen. Ab und zu mal an Land springen. So, vielleicht können wir den einfach mal hier rüber locken. Also hier auf der Insel sollte das jetzt eigentlich überhaupt kein Thema sein, den zu bekämpfen, oder? Schafft es vielleicht irgendjemand, mir die Agro abzunehmen? Hat er irgendeine Aura, der uns allen Schaden nehmen lässt oder so?
Ich sterbe schon wieder am laufenden Band bei dem. Aber gut, er hat auch fast kein Leben mehr. Und jetzt lebt er nicht mehr. Was stimmt denn mit diesem Viech nicht? Ernsthaft? Mal eben warten, bis unser Leben raufgetickt ist. Und zwar von allen am besten. So. So, was ist hier los? Ach, ihr seid das. Captain? Ihr dachtet, ihr amüsiert euch hier ohne den alten Triton. Das erfordert Mut. Ab sofort bin ich dabei. Ist okay. Er denkt, wir machen das hier zum Spaß? Beschwer dich nicht, du weißt, wie der Kapitän... Was? 100? Hey, hört auf mit dem Geplapper, sonst erledige ich das einfach alles alleine. Oder mit unserer Hilfe wahlweise. Okay, sind schon ein paar. Das wird chaotisch werden, das sage ich euch jetzt schon. So, mich die Aggro wieder los, dann wieder alle auf einen, bitte. Erstmal die ganzen Kleinen hier wegmachen. So, wer ist unser nächster Gegner? Ich sehe nix. Wo ist er? Nehmen wir mal den hier hinten. Ah, wenn wir ihn anvisiert kriegen, jetzt geht's. Der hat eh von irgendwem die Aggro hier. Oder hat Aggro auf irgendwen. So, der ist auch weg. Ja, ich glaube, jetzt sind wir alle auf dem hier, ne? Ach so, er ist auch tot. Okay, das ging jetzt doch irgendwie deutlich schneller als erwartet. Aber gut, die sind Stufe 48. So. Unerklärlicherweise ist das ja noch irgendwie gut gegangen. Und wie kommt es, dass ihr hier gegen die Agnia gekämpft habt? Wir waren auf der Suche nach einem geeigneten Ort für eine Basis. Der Captain mochte ja unsere alte Insel, deshalb war das bisher unsere Basis. Aber es gibt so viel Monster da und das Essen ist auch langsam langweilig geworden. Miam, miam, Kokosnüsse für jede Mahlzeit, Tag ein, Tag aus. Wie? Da fällt mir leider der Anker ab. Miam, miam, Kokosnüsse sind wunderbar, das sagt doch schon der Name. Ja gut, aber jeden Tag. Oder fällt mir gerade wieder ein, warum wir eigentlich alle hier sind. Hört gut zu, Matrosen, wir sind auf einer Rettungsmission und ihr Bengel seid hiermit zur Hilfe eingezogen. Nach wem sucht ihr? Ihr seid hier auch fertig? Ahoi. Wah, ein Möbius. Das sind Verlorene, oder? Also, genau, das sind wahrscheinlich die Leute, nach denen Shiner gesucht hat. Habt ihr gehört, sie suchen nach jemandem? Wir werden dem Captain helfen, sie... Schon gut, das hat sich gerade erledigt. Was? Die Ouroboros, was geht hier vor sich? Also, es ist so... Bla 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 bla. Ich verstehe, Shiner hat euch geschickt, um uns zu retten. Ich schätze, wir schulden euch und Kolonie 15 viel. Jetzt sag doch mal, warum wart ihr eigentlich mit diesen Leuten unterwegs? Wir konnten nicht einfach hier rumsitzen und zuschauen, wie jemand von Agnus angegriffen wird. Wartet mal, ihr seid gar keine Kevesia? Hat lange genug gebraucht, bis ihr das verstanden habt. Als wir gesehen haben, wie ihr gegen diese Agnia kämpft, haben wir natürlich gedacht. Wie auch immer, ihr habt uns aus der Klemme geholfen. Wir schulden euch was, Dankeschön. Ha, gern geschehen. Dann machen wir uns auf. Dieser Ort ist unter Kontrolle von Agnus. Wir suchen uns also lieber eine andere Stelle als Basis aus. Ja, ja, sehr schade. Halt! Ihr könnt nicht einfach gehen. Das ist schon in Ordnung. Ihr braucht euch nicht zu bedanken. Wir können euch nicht einfach gehen lassen, jetzt wo ihr unsere Gesichter gesehen habt. Was? Es tut mir leid, nach allem, was ihr für uns getan habt, aber ich werde euch festnehmen müssen. Haha, das würdet ihr für uns tun, wie zuvorkommt. Ich glaube, dir ist nicht klar, was Festnehmen bedeutet. Etwas merkwürdiger Art, die Schuld zurückzuzahlen, findet ihr nicht? Ich stehe nicht gerne in der Schuld von irgendwem. In unserem Metier weiß man nie, wann es einen erwischt. Deshalb will ich nicht solche Lasten mit mir rumschleppen. Das kann ich verstehen. Wenn du deine Chance zu handeln verpasst, dann hast du eventuell nicht nochmal eine, oder? Okay, Matrosen, seid brav und befolgt deine Befehle, verstanden? Ei, aber Captain... In der City gibt es feinere Speisen, als eure Hohlbieren sich vorstellen können. Speisen? Er hat etwas vor, nur was? Ich muss dich leider informieren, dass in seinem Kopf nicht viel vorgeht. Wie? Ihr erhaltet euren Lohn früh genug, eure Einstellung gefällt mir. Wir werden zusammen einen heben, Jungs und Mädels.
Und dieser Kerl ist Amöbius, was für ein schräger Vogel. Tut mir leid, echt leid, Plane. Nein, ich meine, er ist interessant. Könntet ihr sie zum Kommandoraum bringen? Wir? Ein Möbius in die City zu bringen, könnte einige Probleme bereiten, die wir vermeiden wollen. Ihr versteht das, oder? Ja, ja, ja. Okay, dann sehen wir uns in der City. Müssen wir jetzt wirklich noch zurückbringen? Ich frage mich, was es zum Abendessen gibt. Api und die anderen sind noch in der Kolonie, wir sollten sie auch mitbringen. Ich glaube, da solltest du lieber zuerst fragen. So. Die Bitte des jungen Herrn. Besuche die ganzen Ziele. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, die Leute zum Kommandoraum zurückzubringen, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.